Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 1715 Colloquium der ETH Bibliothek. Mein Name ist Christian Huber. Ich werde heute durch das Programm führen. Viele von Ihnen kennen das Programm bereits, das Format. Wir beginnen mit einem halbstündigen Referat. Anschließend haben Sie eine weitere halbe Stunde Zeit, um Fragen an den Referenten zu richten und im Plenum zu diskutieren. Und zu guter Letzt lade ich Sie ein zu einem Apro hier im Foyer. Da können Sie in lockerer Atmosphäre noch etwas weiter diskutieren. Beim heutigen Thema geht es eigentlich um einen Traum. Einen Traum, den Generationen von Historikerinnen und Historikern, von Archivarinnen und Archivaren gehabt haben. Ein Traum, der Traum von einer Maschine, die schwer lesbare Handschriften für mich liest. Der Traum von einer Maschine, die mir zeigt, wo in einem Wust von handschriftlichen Quellen die relevanten Stellen sind, die ich brauche für meine Fragestellung. Unser heutiger Referent, Günther Mühlberger, ganz herzlich willkommen, behauptet, dass dieser Traum nun bis zu einem gewissen Grad Realität geworden ist. Günther Mühlberger arbeitet seit über 20 Jahren in den Bereichen Digitalisierung, digitale Archivierung, digitale Bibliothek und Digital Humanities. Er ist Koordinator des Horizon 2020 Projekts READ. READ steht für Recognition and Enrichment of Archival Documents. Über dieses Projekt werden wir noch einiges hören heute Abend. Und er leitet das Forschungszentrum Digital Humanities an der Universität in Innsbruck. Herr Mühlberger, ganz herzlich willkommen nochmals und auch ganz herzlichen Dank, dass Sie für dieses Referat extra aus Innsbruck hier nach Zürich zu uns angereist sind. Ich übergebe Ihnen das Wort. Danke. Okay. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Es ist natürlich eine große Ehre und eine Freude, hier zu sein, noch dazu, wo wir mit der Schweiz seit einigen Jahren intensive Beziehungen haben, weil das Staatsarchiv Zürich am Projekt READ teilnimmt und ein Anruf in der Konzeptionsphase von mittlerweile über 5 Jahren mir sehr weitergeholfen hat beim Beat Gnedinger, dem Chef vom Staatsarchiv, der damals ein Projekt zur Transkription von, glaube ich, auch Ratsprotokolle oder so gemacht hat und eine unglaubliche Summe, glaube ich, von 4 Millionen Schweizer Franken dafür ausgegeben hat. Und es war aber ein sehr positives Gespräch. Ich habe ihn eingeladen, eben mitzumachen bei dem Projekt und er hat da sofort Verständnis dafür gehabt. Und für uns war das in der Konzeptionsphase sehr wichtig, weil man natürlich interessante Use Cases sozusagen sammeln muss und nicht nur irgendeine Technologie in den Mittelpunkt stellt bei so einem Projekt. Ja, also sehr, sehr positive sehr, sehr positiver Hintergrund mit der Schweiz und hier mit Zürich. Ich sage vielleicht noch 2 Sätze zu mir selbst, und zwar, ich bin kein Computerwissenschaftler und Sie dürfen da nicht zu tief nachfragen, weil ich die Fragen nur sehr oberflächlich beantworten werde können. Ich arbeite schon seit 20 Jahren in dem Bereich und habe insofern die Gelegenheit gehabt, mit sehr vielen Leuten zusammenzuarbeiten. Aber meine eigentliche Profession ist, dass ich Literaturwissenschaft studiert habe und über Goethe dissertiert habe, 96. Aber dann sozusagen mit dem Aufkommen vom Internet eigentlich so ein gewisses... also eine Initialzündung sozusagen gehabt habe und das Gefühl war, dass sich wirklich sehr, sehr viel ändern wird, auch in der Wissenschaft mit den Möglichkeiten der Digitalisierung, mit den Möglichkeiten übers Internet und übers World Wide Web Sachen zur Verfügung zu stellen, zu teilen und so weiter. Und eine der ersten Projekte, die wir gemacht haben dann, war tatsächlich über Zeitungserkennung, Artikelerkennung auf EU-Ebene. Und ich muss sagen, dass
alle diese Arbeit, die sie da angesammelt hat in den letzten 20 Jahren, nicht möglich gewesen wäre ohne die Förderschienen der Europäischen Union. In Österreich wäre das sicher nicht möglich gewesen. Vor 20 Jahren sind uns noch Anträge abgelehnt worden, weil das Wort Datenbank vorgekommen ist. Und das ist kein Scherz, wir haben das dann rausgestrichen und den Antrag nochmal gestellt und er wurde bewilligt. Also das war der eine Zugang, aber trotzdem war es für mich auch neben dieser Technik habe ich dann 10 Jahre an der Universitätsbibliothek gearbeitet, für die Digitalisierung dort zuständig gewesen und habe also sehr stark diesen ganzen Bibliothekskontext auch kennengelernt. Und 2012 bin ich dann zurück aufs Institut und mich auch stärker in Richtung Digital Humanities zu orientieren, weil das in gewisser Weise eigentlich zusammengebracht hat, was wir schon vor 20, 25 Jahren in der germanistischen Arbeit an einem Projekt zum historischen Roman gemacht haben. Und da war dann eigentlich der glückliche Zufall, dass wir immer uns schon mit Texterkennung beschäftigt haben und Kollegen aus Spanien auf uns zugekommen sind, die gesagt haben, sie kennen die Technologie, mit der man historische Handschriften erkennen kann und es würde Sinn machen, hier ein Pilotprojekt zu initiieren. Und das ist dann auch zustande gekommen. Und im Rahmen von diesem Transkriptorium-Projekt wurde so ein erster Prototyp entwickelt. Aus dem heraus ist dann auch dieses READ-Projekt entstanden. Ja, ganz kurz die Gliederung von meinem Vortrag. Ich gebe eine kurze Einleitung, sage ein bisschen was über die Technologie dahinter, zeige Ihnen dann ein paar Resultate, ob es dann wirklich den Traum verwirklicht, ist die Frage. Gehe kurz auf den Transcribus-Experten-Client ein, also das Programm, mit dem man das alles durchführen kann. Und der wiederum ist nur Teil einer Plattform, ich werde darüber ein bisschen was sagen und dann auch über die Zukunft von dieser Forschungsinfrastruktur etwas sagen. Und da ist das Stichwort Sharing is Caring. Ja, zur Einleitung. Dieses READ-Projekt läuft jetzt über 3 Jahre und wird also mit Ende Juni dieses Jahres enden. Wir waren in einer E-Infrastruktur-Ausschreibung, das heißt kein reines Forschungsprojekt, sondern ein Projekt, das abgezielt hat, auch Forschung zu fördern und Möglichkeiten zu bieten, Services und Netzwerkaspekte also auch einzubringen. Es hat also 8,2 Millionen Euro Förderung gegeben und davon ca. 60% sind tatsächlich in wissenschaftliche Forschung im engeren Sinn gegangen, also Pattern Recognition, Computer Vision, Machine Learning und so weiter. Dann hat es auch 20% ca. gegeben für wissenschaftliche Wettbewerbe, für Workshops, für einfach um Netzwerke auf verschiedenen Ebenen zu supporten. Und ca. 20% sind dann auch in Richtung Service gegangen. Das heißt, es war auch Teil der Ausschreibung, was nicht selbstverständlich ist bei Forschungsprojekten, dass man auch echte Services anbieten kann. Und das ist eigentlich, worüber ich heute in gewisser Weise sprechen werde, weil als Teil dieser Service, der größte Teil dieses Services, ist eben in Innsbruck von meinem Team aufgebaut worden. Natürlich unter Hinzuziehung von den Dingen, die in der Forschung, von den Partnern in der Forschungsbereich geleistet wurden. Das ist ein Slide, das im Antrag auch drinnen war für dieses Projekt und das mir wirklich sehr wichtig ist, weil die Grundidee, die schon vor 5 Jahren entstanden ist, war, dass sich die systematische Digitalisierung oder die Anreicherung von historischen Dokumenten von der Digitalisierung bis zum annotierten Text eigentlich nur machen lässt oder möglichst effizient gestalten lässt, wenn man die wichtigsten Gruppen beteiligt, die Interesse haben an historischen Dokumenten. Also Archive, Bibliotheken, Geisteswissenschaftler, die am Inhalt interessiert sind, Computerwissenschaftler, Technologielieferanten, die eben den
diesen Aspekt abdecken und natürlich auch die Öffentlichkeit, die gerade was Handschriften betrifft, sehr starkes Interesse hat. Und die Konzeption von dieser Serviceplattform, von diesem Transkribus, war eben in der Mitte da zu sein und nach allen vier Seiten Services anzubieten und mit allen vier Seiten zu kommunizieren, beziehungsweise eben auch ganz konkret eben Services zu implementieren beziehungsweise umzusetzen. Und aus dem heraus ist diese Konzeption verfolgen wir eigentlich immer noch und erweist sich aus meiner Warte als relativ erfolgreich. Die Technologie. Die Texterkennung ist ja eines der ältesten Felder bei Pattern Recognition oder Visual Computing betrifft und schon seit vielen Jahren ein Forschungsfeld, hat eigentlich auch als gelöst gegolten. Man hat einzelne Buchstaben, also im normalen Ansatz werden einzelne Buchstaben isoliert und halt mit einem vorher erstellten Muster verglichen und das auf sehr intelligente Art und Weise. Aber wenn man jetzt diese einzelnen Buchstaben hier sieht, dann ist klar, dass man auch als Mensch hier Schwierigkeiten haben wird, was denn jetzt der einzelne Buchstabe da bedeutet. Wenn man den Kontext sieht, dann geht das natürlich viel leichter. Das heißt, gerade das E, was sozusagen zerschossen ist, oder das ST, bieten mit so einem einfachen Mustervergleich große Schwierigkeiten. Deswegen sind eigentlich alle Ansätze, um einzelne Buchstaben bei Handschriften zu isolieren, in früheren Jahren fehlgeschlagen. Und die Idee, die dann Leute auch hier in der Schweiz und andere gehabt haben, war, dass man also nicht den einzelnen Buchstaben isoliert, sondern die ganze Zeile nimmt. Das heißt, man isoliert die Buchstaben einer Zeile, bildet ein eigenes Bild für die Zeile und füttert den Computer gleichzeitig mit dem korrekten Text. Und Aufgabe dieser neuronalen Netze, also man hat früher auch andere Methoden verwendet, Hidden Markov Models, aber in den letzten Jahren haben sich eben diese neuronalen Netze herauskristallisiert und Aufgabe dieses Supervised Learnings ist es eben, dass die Maschine selbst eine Verbindung herstellt zwischen dem Bild und der dazugehörigen Transkription. Das ist sozusagen eine gewisse Black Box oder Magic Box, aber das funktioniert sehr gut, wenn man genügend Daten hat. Es ist für die Maschine dann auch egal, ob eben so wie hier eine Druckschrift oder Kurrentschrift oder eine hebräische mittelalterliche Schrift vorliegen. Die Verbindung ist das Entscheidende und die Menge der Daten. Das ist schon ein älteres Slide und die Zahlen hier sind nicht unbedingt aktuell, aber sie verdeutlichen, worum es geht. Das heißt, Sie sehen hier auf der linken Seite die Fehlerquote von so einem trainierten Netz und 15% bedeutet hier also 15% Character Error Rate. Und mit 428 Zeilen, wie Sie, der blaue Balken, erreichen Sie ungefähr da 22% Fehlerquote. Wenn Sie jetzt die Zeilen verdoppeln mit 857 Zeilen, dann geht sozusagen die Error Rate runter auf meinetwegen 17% und wenn Sie es nochmal verdoppeln, geht es runter auf 8% und nochmal verdoppeln dann auf 13%, 10% und dann vielleicht 8 oder 9%. Das heißt, je mehr Daten, desto besser die Ergebnisse. Insofern kann man gleich anmerken, dass eigentlich auch, wenn man also über den Erfolg von einem neuronalen Netz oder von Supervised Learning oder von Handschriftenerkennung oder Spracherkennung, da stecken überall die gleichen Maschinen dahinter, spricht, dann müsste man eigentlich auch immer dazu sagen, auf welchen Trainingsdaten wurden diese Netze trainiert.
Das heißt, je mehr Daten eben zur Verfügung stehen, desto besser die Ergebnisse. Und natürlich Aufgabe der jetzigen Forschung ist es, diese Datenmenge zu reduzieren, beziehungsweise das Lernen möglichst zu beschleunigen. Also die aktuellen Zahlen hier wären wesentlich besser. Sie sehen das an diesem Slide. Und zwar, wir haben hier angefangen mit einer Kollektion eben aus dem Staatsarchiv. Das waren 800 Seiten aus glaub 80 Jahren, jeweils 10 Seiten unterschiedliche Schreiber, 9 Seiten zum Trainieren, eine Seite zum Testen. Das sind die Zahlen für dieses Testset. Und wir haben also dort 2016 ca. 15% Character Error Rate gehabt. Dann wurde umgestellt auf ein neueres System, TensorFlow, und die Error Rate ist also wesentlich gesunken und derzeit liegt sie mit dem aktuellen System bei ca. 3%. Das heißt, das ist natürlich sehr schön, jetzt innerhalb des Projekts diesen Fortschritt zu sehen. Etwas, was mich selbst auch sehr überrascht hat, war eigentlich kaum zu erwarten, dass solche Fortschritte da noch gemacht werden. Diese Zahlen beziehen sich auf die Arbeit von den Kollegen in Rostock, das SITLAB-Team, das sind Computational Mathematiker, und die also in dem Bereich sehr lange schon arbeiten und sicher zu den besten Gruppen gehören, die sich mit Handschriftenerkennung beschäftigen. Tatsächlich, als wir das Projekt gestartet haben, hat es allerdings eine andere Herausforderung noch gegeben, die für die Benutzer auch vor allem noch wesentlich gravierender war, nämlich die Zeilenerkennung. Das heißt, bevor überhaupt die Erkennung von Buchstaben und Text stattfinden kann, muss der Computer auch ja wissen, wo denn überhaupt Text auf dem Blatt ist. Und da kennt jeder die Handschriften, dass es komplexes Layout gibt, dass Zeilen gebogen sind, dass verschiedene Texttypen es gibt mit Tabellen oder mit Listen oder am schlimmsten sind Notizblätter, wo dann wirklich in allen Richtungen geschrieben wird. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass es Schmutz gibt, dass es Ränder gibt, dass es meinetwegen vom Digitalisierungsprozess noch irgendwelche Farbtabellen gibt, dass von der Rückseite es Blitzruh gibt und so weiter. Das heißt, wenn man, also die ersten fast 2 Jahre des Projekts haben wir mit einer konventionellen Zeilenerkennung gearbeitet und viele Benutzer waren dann auch letztlich abgeschreckt, weil diese Zeilenerkennung eben sehr viele Fehler gemacht hat. Glücklicherweise ist auch das Erfolgsgeschichte. Auf der einen Seite wurden, so wie in vielen Bereichen der Informatik, eben jetzt auch wieder maschinenlernende Methoden dafür eingesetzt. Dafür war es aber auch notwendig, ein repräsentatives Datenset zu erstellen. Das war natürlich auch möglich durch das Projekt und durch die Teilnahme von verschiedenen Archiven. Wir haben aber auch Aufrufe gestartet, uns Daten zu übermitteln. Dann entscheidend für so ein Trainingsset ist natürlich, dass das sauber gemacht wurde. Und da haben wir ein Konzept eingebracht, was sich als ganz sinnvoll erwiesen hat. Und zwar, um eine Zeile zu definieren, reicht sozusagen die Grundlinie. Also so wie man es gelernt hat in der Volksschule, dass man schön auf der Linie schreibt. Diese Grundlinie ist sozusagen ausreichend, um die ganze Zeile für den Computer zu beschreiben. Intern wird dann von dieser Grundlinie ein Bild erstellt, das eben alle Buchstaben der Zeile enthalten soll. Aber zum Einzeichnen, auch für den Benutzer und so weiter, ist das natürlich wesentlich einfacher. Das wurde also auf dieser Basis gemacht und dann ein wissenschaftlicher Wettbewerb im Rahmen von einer der 2 wichtigsten Konferenzen in dem Bereich organisiert, also auch von Kollegen aus Griechenland und Wien, 2017. Und da konnten sich also dann die Kollegen von der ganzen Welt entsprechend messen. Und die beste Lösung ist da vom SITLAB-Team auch gekommen, zwar nicht offiziell, aber intern.
und liegt also bei ca. 97% Erkennungsrate. Dieser Wettbewerb wird heuer wiederholt mit einem erweiterten Datenset und auch chinesischen Dokumenten. Ja, das sind eben Probleme, die zu lösen sind. Und da sieht man auch gut, was das Ergebnis ist. Nicht? Also ein wirklich komplexes Layout. Und man sieht hier, dass praktisch die Linien durch diese Grundlinie perfekt repräsentiert sind. Auch die starken Wölbungen und so weiter sind alles schön abgedeckt. Ein Dokument, wie es von einem Benutzer eben typischerweise hochgeladen wird. Anderes Beispiel hier oder hier. Da sieht man auch zum Beispiel typischen Fehler, dass das nicht das Marginalie da rechts als eigener Block erkannt wurde, sondern die Baseline durchgeht. Aber zum Beispiel hier sieht man, dass auch solche Dinge wie Einfügungen zwischen den Zeilen ganz gut erkannt wurden, obwohl es ein bisschen zu kurz ist, aber doch. Und das ist, wie gesagt, dann auch die Voraussetzung, dass dann die eigentliche Texterkennung gut funktionieren kann. Aber es gibt natürlich auch solche Dokumente, die wirklich herausfordernd sind. Nicht? Da sieht man schon etwas mehr Fehler, dass also einige Zeilen nicht erkannt wurden. An der Tabellenerkennung, das ist ein zweiter Wettbewerb, der heuer organisiert wird von einem Kollegen aus Frankreich, eben um diese ganz wichtigen Dokumenttyp zu erfassen zu können, weil ganz viele Informationen in Archiven liegen natürlich in Tabellenform vor. Und da ist noch ein wirkliches Forschungsfeld, um das zu automatisieren. Ja, wie schaut es mit Resultaten nun aus? Ein typisches Beispiel, Universität Greifswald, die sind sehr engagiert, arbeiten seit Jahren mit uns zusammen und haben hier ein Trainingsset verfasst mit ca. 35.000 Wörtern, das sind 182 Seiten. Und erzielen damit, also nur ein Schreiber, also nur eine Hand, und erzielen damit ohne Wörterbuch Erkennungsquote von ca. 3%, Word Error Rate mit 13%. Wobei die Word Error Rate eine sehr pessimistische Metrik ist, weil sie sehr, sehr streng misst. Und so sieht also diese Schrift aus. Für mich, der jetzt wirklich Schwierigkeiten hat, so etwas vom Blatt zu lesen, ist dann die Transkription durch den Computer tatsächlich schon Lesehilfe Nummer 1. Also ich kann dann mit dem einigermaßen sozusagen lesen, worum es geht. Und wie gesagt, bei 3% oder hier sogar 2,2%. Man sieht auch, dass die Fehler, die gemacht werden, oftmals nur minimal sind. Also benutzte Felder T oder Mühlenfels statt Mühlenfels oder dort ist es überhaupt nur Abtrennungszeichen bei Brands, Schützenordnung, Schulzenordnung und so weiter. Also das heißt, damit kann man doch auf jeden Fall etwas anfangen und auch sicherlich auch Maschinen, die darauf aufbauen und Natural Language Processing als Stichwort kann mit so einem durchaus fehlerhaften Text sicherlich schon einiges anfangen. Mittelalterliche Schriften, also das war jetzt eine Hand. Da haben wir ein Datenset bekommen vom Kollegen Dominik Stützmann aus Paris. Da handelt es sich um viele Schreiber, also unbekannt viele Schreiber, fast 1200 Seiten. Großes Set, 55.000 Wörter und da werden ca. 6% Character Error Rate erzielt. Wie schaut das aus? Das ist so ein typisches Dokument. Eine Schrift, eine andere Schrift und die Erkennung ähnlich wie vorhin. Natürlich auch wieder relativ, in vielen Fällen würde man als Leser erkennen, worum es sich handelt. Je nachdem, ich kann kein Französisch, also insofern hätte ich sowieso Schwierigkeiten. Im Laufe des Projekts hat sich dann auch herausgestellt, dass die Technologie auch für Druckschriften verwendbar ist. Und ein Projekt haben wir durchgeführt mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, eine Zeitung aus dem 18. Jahrhundert, das Wiener Diarium. Und hier ca. 345 Seiten
Testset und da die Ergebnisse natürlich jetzt noch einmal wesentlich besser als bei den Handschriften. Das heißt, man kommt unter 1% bei den Druckschriften. Wir haben auch in Zusammenarbeit mit dem Impresso-Projekt hier in der Schweiz einen Test durchgeführt. Gerade diese Woche haben wir 167 Titelseiten aus 160 Jahren oder 150 Jahren bekommen und ein Modell trainiert, das ca. bei 0,5% Fehlerquote liegt. So sieht es dann aus. Also auch Schrift, die in dem Fall von einem nicht so schönen Scan stammt und praktisch fehlerlos erkannt wird mit 0,6% in diesem Fall. Ja, das heißt, aus meiner Warte ist es eben so, dass Layout-Analyse und automatisierte Texterkennung für historische Dokumente für gedruckte Schriften exzellente Resultate zeigt. Das heißt, man kann durchaus von unter 1% ausgehen. Die Menge der Text, der Trainingsdaten ist überschaubar, nicht wenige 100 Seiten. Für handschriftliche Dokumente ist es immer noch gut, bis sehr gut. Und auf jeden Fall so, dass wenn man also in Richtung 5% kommt, 6%, ist es so, dass Laien, die mit der Schrift Schwierigkeiten haben zum Lesen, auf jeden Fall schon davon profitieren, weil sie in vielen Fällen sozusagen sich leichter tun, auch die Worte zu identifizieren. Und aber auch professionelle Leute, die schreiben bei 5% oder unter 5% sicher davon auch schon profitieren, wenn man in Richtung einer vollständigen Transkription gehen möchte. Jetzt ist so, dass mit dieser Handschriftenerkennung verbunden gibt es eine zweite Technologie, die besonders für Archive, aber auch für Geisteswissenschaftler, die mit größeren Datenmengen arbeiten, interessant ist. Es ist so, dass derzeit Historiker und Philologen, wenn sie an Handschriften denken, typischerweise noch die Vorstellung haben, ich habe 5000 Seiten oder 10.000 Seiten und die sollen am Ende mein Datenset bilden und das möchte ich also ganz genau transkribiert haben, damit ich damit etwas anfangen kann. Hat man aber so ein Modell trainiert, wie jetzt meinetwegen für das Staatsarchiv hier da in Zürich, kann man natürlich auch 50.000 Seiten oder 500.000 Seiten erkennen. Ja, natürlich wird man nicht die Ressourcen haben, um 500.000 Seiten zu korrigieren. Aber man kann eben mit der Technologie des Keyword-Spottings sehr viel machen, weil diese neuronalen Netze liefern eben nicht nur einen Text, sondern liefern sogenannte Konfidenztabellen, also das heißt eine Art Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie sich die Buchstaben in der Zeile verteilen. Das heißt, es wird nicht nur die beste Transkription ausgegeben, sondern man kann sich auch diese Konfidenztabellen ausgeben lassen und auf Basis von diesen Konfidenzen sowas wie Alternativen, eine Suche mit Alternativen ermöglichen. Das heißt, dieses Keyword-Spotting gibt es auch wieder relativ viele verschiedene Methoden, aber das ist Keyword-Spotting Query by String. Ist eine effiziente Methode, um eben die Konfidenztabellen für Suche nutzbar zu machen. Und wichtig jetzt für den Benutzer, gerade auch für den geisteswissenschaftlichen Benutzer, ist, dass er selbst auch entscheiden kann, wie tief er gehen möchte. Auf gut Deutsch, wie viele Fehler er akzeptieren möchte, wenn er sucht. Das heißt, es hängt stark von meiner Suchstrategie ab, ob ich schon zufrieden bin, wenn ich ein paar Treffer habe, um irgendeinen Nachweis zu führen, um irgendwelche Beispiele zu haben, oder aber wirklich möglichst alle Vorkommen von einem bestimmten Wort oder Begriff in einer großen Datenmenge zu finden, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Also das, was oftmals bei einer, wenn jetzt zum Beispiel OCR-Erkennung durchgeführt wird auf Zeitungen und relativ schlechte Ergebnisse hat, weil es eben noch nicht mit den modernen Methoden durchgeführt wurde, dann weiß man ja oft nicht, was einem sozusagen entgeht. Und das ist natürlich für bestimmte Fragestellungen, gerade historische, sehr
ja, schade natürlich, wenn man so eine Fehlerquote mit einrechnen muss. Was das bedeutet, soll diese Kurve hier veranschaulichen. Das heißt, Sie sehen hier, dass auf der einen Seite also die Genauigkeit und auf der anderen Seite den Recall. Der Recall bedeutet also, wie viele Treffer wären idealerweise, die ich zurückbekommen müsste, wenn ich eine Suche mache. Und die Präzision ist, wie viele von diesen Treffern, die ich bei einer Suche zurückbekomme, sind auch richtig. Und bei einer Konfidenzquote von 50% sieht man, dass man dort ungefähr akzeptieren muss, dass einer von zehn Treffern falsch ist. Ich verliere aber hier auf dieser Seite praktisch circa 18% oder so. Das heißt, 18% der Treffer, die mich eigentlich interessieren würden im Dokument, gehen verloren, weil ich eben auf der anderen Seite eine hohe Präzision habe. Wenn ich jetzt den Konfidenzwert niedriger setze, dann komme ich natürlich dann weiter raus und Sie sehen schon beim Konfidenzwert von 20, verliere ich nur mehr, also die blaue Linie dort, verliere ich praktisch nur mehr 1-2% oder 2-3% von den Treffern, die im Datenset enthalten sind. Das heißt, natürlich muss ich damit akzeptieren, dass eine größere Quote an False Positives vorhanden ist. Das heißt, ich bekomme auch falsche Treffer, die ich dann aussortieren muss. Aber es geht mir nichts verloren. Und das scheint mir doch ein wichtiges Feature zu sein. Wir haben das auch implementiert in der Transkribus-Plattform. Das schaut dann so aus, dass man sucht und links eben diesen Konfidenzwert hat, hier eben mit diesen 20% zum Beispiel eingestellt ist auf 0,05. Das heißt, wir liefern dem Benutzer mal in erster Linie alles. Er kann dann auch selbst entscheiden, wie tief er gehen will. Und hier war also die Suche nach einem Eigennamen. Das Schöne an diesem Keyword-Spotting ist, dass es eben auch ohne Wörterbuch auskommt und damit auch Eigennamen sehr verlässlich findet. Gesucht war hier Mitterlehner. Und wenn man sich dann anschaut, den Treffer, der hier mit 20% Sicherheit gefunden wurde, dann sieht man, dass die Transkription komplett unbrauchbar war. Also das wurde mit einem Modell erkannt, das für diese Schrift überhaupt nicht trainiert war. Moewes Heckner sozusagen war die Transkription, aber gefunden wurde Mitterlehner zu Recht mit 20% Sicherheit. Also das heißt, mit der Technologie wird man auch sehr schwierige Kollektionen wie zum Beispiel Kirchenbücher oder individuelle Schriften, die sehr stark abweichen, relativ mit einer sehr hohen Genauigkeit finden. Das ist auch von spanischen Kollegen in einer anderen Art und Weise implementiert worden. Das können Sie selbst ausprobieren. Die Bentham Papers, wenn Sie Bentham Papers und Keyword Spotting in Google suchen, dann werden Sie auf diese Seite kommen und können dort zum Beispiel eben ausprobieren, die Schriften von Jeremy Bentham, wie die Suche funktioniert. Und hier eben wird eben auch dazu gesagt, mit welcher Konfidenz etwas gefunden wurde, beziehungsweise können Sie die Konfidenz einstellen, mit der gesucht werden soll. Ja, alle diese Funktionen, und das komme ich wieder zurück zum Anfang, alle diese Funktionen werden über den Transkribus Experten-Client zur Verfügung gestellt. Das heißt, man kann Dokumente hochladen, man kann die Zeilen erkennen, man kann dann auch selbst die Modelle trainieren. Ist sehr einfach, man wählt also nur ein paar Seiten als Trainingsset aus und als Testset und lässt dann die Maschine arbeiten, typischerweise zwischen 6 und 20 Stunden, wie groß dann das Datenset ist. Daraus wird dann eben so ein neuronales Netz bzw. ein Modell erstellt. In dem Fall ist es ein holländisches Modell, das ist trainiert worden mit 368.000 Wörtern und zeigt eben dann die Ergebnisse am Trainingsset und am Testset auf der Basis von 200 Iterationen, die hier also durchgeführt wurden.
Ganz wichtig ist, dass man auch die Ergebnisse messen kann. Das heißt, nicht jede Seite, das sind ja Durchschnittswerte gewesen hier, nicht jede Seite wird natürlich gleich gut erkannt. Wenn man jetzt ein größeres Datenset bearbeitet, wird man natürlich in bestimmten Bereichen vielleicht mehr Seiten auswählen, dort, wo es vielleicht Schwierigkeiten gibt. Und schließlich kann man dann also auch vergleichen, schauen, wo die Probleme aufgetreten sind. Zum Beispiel in Zeitungen wird typischerweise die Erkennungsquote wesentlich niedriger, wenn es um Tabellen geht und diese Dinge, weil da natürlich auch die Zählung dann Schwierigkeiten bereitet. Aber da kann man dann feststellen, wo liegen die Fehler. Und auch das Keyword-Spotting habe ich schon vorgestellt. Und schließlich gibt es ja auch die Möglichkeiten, Export in verschiedenen Formaten die Daten zu exportieren. Alle Daten in Transcribus sind privat. Das heißt, man arbeitet in seiner Kollektion und entscheidet natürlich selbst, welche Daten man teilen möchte oder mit anderen Gruppen sozusagen austauschen möchte. Das war sozusagen der Client, aber dahinter steht ja die Idee, eine Plattform zu bilden, also dieses Slide vom Anfang. Und wir haben also jetzt zwei User-Konferenzen abgehalten, jeweils im November 2017 und 2018. Das ist von 2018, waren sehr gut besucht mit 120 Leuten aus 24 Ländern. Und wir sehen also wirklich, dass die Resonanz auf die Plattform sehr gut ist und viele Leute interessiert sind, ausprobieren, aber auch schon professionell einsetzen. Das sehen wir auch an den Benutzerzahlen. Das heißt, wir sind 2015 mit ca. 2000 registrierten Benutzern gestartet und das hat sich jetzt kontinuierlich jedes Jahr verdoppelt und auch jetzt in diesem Jahr geht es so weiter. Also inzwischen sind wir bei 22.000 registrierten Benutzern. Die meisten davon laden sich auch dann den Transcribus Experten-Client runter und nicht alle, aber viele probieren dann natürlich auch die Sachen aus. Mehr oder minder typische Woche vom 4. April bis 11. April von diesem Monat haben die Benutzer ca. 100.000 Seiten in die Plattform hochgeladen. 344 Benutzer haben sich registriert. 890 haben sich am Experten-Client waren aktiv, haben 866 Dokumente kreiert, 230 davon exportiert auch wieder. Und 1700 Layout-Analyse-Jobs gestartet und 943 HTR-Jobs. Also es brummt einigermaßen aus unserer Warte und wir spüren das natürlich auch ganz ordentlich an den Servern. Ja, das Entscheidende und wirklich das Wichtigste sind die Trainingsdaten, weil, wie Sie schon bemerkt haben, wir selbst erstellen gar nicht so viele Modelle, sondern vor allem die Benutzer. Und allein im Jänner wurden also 228 Modelle von Benutzern trainiert und insgesamt finden sich bereits mehr als 200.000 Trainingsdaten in der Plattform, wenn man das hochrechnet auf Personenjahre und Geld, kommt man doch auf circa 2 bis 3 Millionen Euro, die damit geschaffen wurden. Damit komme ich zum Ende. Ein Wort, das natürlich sofort immer, oder eine Frage, die sofort immer kommt, was passiert dann am Ende des Projekts? Klar, es gibt die Förderung, es hat die Förderung der EU gegeben, die ist ganz ordentlich ausgefallen, wie man gesehen hat, aber was passiert jetzt sozusagen nach dem Ende des Projekts? Konkret sieht es so aus, dass die Nachfrage am Weiterbetrieb und am Transcribus doch sehr groß ist. Wir sind Teil auch von einem anderen EU-Projekt, NewsEye, wo es um die Erkennung von historischen Zeitungen geht. Auch ein DFG-Projekt mit Greifswald sind wir beteiligt. Und zwei große Projekte laufen auch mit dem Nationalarchiv in Holland und mit dem Nationalarchiv in Finnland. Und andere Projekte auch noch. Das heißt, bis Ende 2020 ist einmal das Team mehr oder minder ausfinanziert. Und
Das soll also auch jetzt die Grundlage bilden für ein Modell, um diese Forschungsplattform weiterzuentwickeln und hoffentlich auch noch stärker bekannt zu machen und die Nutzung zu fördern. Also das heißt, die Grundüberlegung war, warum nicht ein Geschäftsmodell entwickeln, wenn die Forschungsdaten, also hier das Wissen um historische Schriften und Dokumente im Mittelpunkt stehen und das auf dem Gedanken der Zusammenarbeit beruht. Also auch wieder hier diese Slide vom Beginn. Und da sind wir auf die Idee gekommen, eine European Cooperative Society zu gründen. Auch hier wieder mit dankbarer Unterstützung von Staatsarchiv Zürich, die so eine Genossenschaft ermöglicht, die Zusammenarbeit von unabhängigen Institutionen und das Teilen von Daten kann dabei im Mittelpunkt stehen. Das heißt, es ist so eine Genossenschaft ist offen für neue Mitglieder, sehr demokratische Konstitution und der direkte Vorteil für Mitglieder ist eben, dass diese Plattform vorhanden ist und sozusagen, wenn sie gemeinsam betrieben wird, eben auch wesentlich günstiger betrieben werden kann. Ja, derzeitiger Stand ist, wir wollten eigentlich vor dem Sommer gründen, jetzt sind uns noch die Betriebsräte ein bisschen dazwischen gekommen und müssen wir noch verhandeln, aber es schaut auf jeden Fall so aus, dass wir in den nächsten Monaten eine Gründung durchführen werden und Sie sehen hier, dass die Liste der Institutionen, die sich schon committed haben, also schon ganz ordentlich ist und gehen also dann auch davon aus, dass entsprechend mehr Institutionen dann mit uns zusammenarbeiten werden. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Mühlberger. Ich bin sicher, es gibt noch einige Fragen. Faszinierend, diese Technologie. Ja, wer hat eine Frage an den Referenten? Ja, klar. Ich fange vielleicht mit einer ganz praktischen Frage an. Der Plattformgedanke, Sie haben das am Schluss ja ausgeführt, das ist eigentlich die Idee, gleichzeitig gibt es so die Idee Datenhoheit, wer Daten einbringt, bestimmt selber, habe ich richtig verstanden, was mit diesen Daten geschieht. Was ist der Mehrwert der gemeinsamen Nutzung dieser Daten? Sharing is caring. Mhm. Bei handschriftlichen Texten wäre jetzt meine Vorstellung, ist ja jedes Trainingsset sehr individuell, sehr auf die jeweiligen Hände, auf die jeweiligen Schreiber abgestimmt. Wie weit gibt es für diese Aufgabe, die Anwendung zu trainieren, Mehrwerte aus der Korpusbildung auf der ganzen Plattform? Das ist eins der Dinge, wo wir vielleicht noch nicht ganz so weit sind, dass wir eigentlich sein wollten. Das heißt, dass die Benutzer untereinander die Daten bzw. die Modelle miteinander teilen können und es zahlt sich sehr, sehr stark sogar aus. Das heißt, wir haben jetzt mal ein etwas größeres Modell mit über 3000 Seiten trainiert von verschiedenen Handschriften, Korrent-Handschriften vom 18. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert, also nicht nur Korrent, sondern auch Lateinschrift. Und die Ergebnisse sind sehr gut. Das heißt, in dieses Modell können Sie schon fast alles reinschmeißen und werden kaum mal schlechtere Ergebnisse als 10-12% Error Rate haben. Und das heißt, die Idee ist, wenn noch viel mehr Daten in so große Modelle reinkommen, dass man zwar vielleicht nicht ganz so ein gutes Ergebnis hat wie mit einem Spezialistenmodell, das jetzt genau für diese Handschrift trainiert wurde, aber für den Zweck der Suche oder auch um mal loszustarten mit seiner eigenen Arbeit, schon sehr viel Arbeit abgenommen wird. Also auch bei der Frakturschrift zum Beispiel haben wir schon relativ robuste Modelle, die viel gesehen haben. Und wo man fast, also gängige Frakturschrift, einfach nur mehr reinschmeißt. Also der Mehrwert des Teilens wäre da eindeutig gegeben. Und wir sind gerade dabei, ein System auch zu entwickeln, wo man sozusagen mehrere Modelle mixen kann, wo man also auch nicht mehr sozusagen die einzelnen Dokumente auswählen muss, sondern verschiedene Modelle zusammenstellt und daraus ein neues Modell trainiert und solche Dinge, um den Benutzern also das dann auch schmackhafter zu machen. Und ich bin überzeugt, dass das sehr stark
nachgefragt auch sein wird. Haben diese Modelle denn auch Metadaten? Also sind ja, Sie haben gesagt, 228 verschiedene Modelle, damit man sich da ein bisschen orientieren kann, nicht jedes Mal bei Null beginnen muss. Gibt es da Metadaten dazu? Ja, natürlich haben wir Metadaten. Das war auch sofort immer die Frage, aber es wird dann relativ kompliziert, weil man hat dann eben ein Dokument aus dem 18. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, was schreibe ich dann da rein? Ja, auch schon bei der Sprache, Frühneuhochdeutsch verhält sich nicht gleich wie Neuhochdeutsch. Das heißt, im Wesentlichen wird man darauf vertrauen müssen, dass der Benutzer auch schreibt, was denn ungefähr enthalten ist und dass man einen Blick darauf werfen kann, auf die Daten selbst. Nicht? Beziehungsweise, dass man auch Methoden findet, um aus dieser Wust von Modellen dann das Beste zu, also automatisch zu selektieren, das für einen vielleicht von Interesse wäre. Wobei das Interessante ist, dass oftmals wirklich die Leute ohnehin Spezialisten sind in ihrem Bereich, nicht? Und dann eh relativ rasch sehen, was denn jetzt für die mittelalterliche Schriften oder für was auch immer, ja, also Altbulgarisch zum Beispiel, da muss man jetzt auch ein Modell haben, ein schönes, dann passen würde. Nicht? Also es verteilt sich dann auf viele, viele Sprachen, viele, viele Epochen und so weiter. Dann wird schon, und natürlich wird nicht jedes Modell sichtbar sein und nicht jedes Modell geteilt werden, sondern die Idee ist, dass nur gute Modelle mit einer gewissen Größe und Robustheit dann auch zur Verfügung stehen sollen. Ja, weitere Fragen? Sie haben auf, glaube ich, zwei Folien ohne die CR-Array, ohne Wörterbuch erwähnt. Wie wirkt sich denn so ein Wörterbuch noch aus? Und wie kann man das erstellen? Die Erstellung vom Wörterbuch, das ist relativ einfach. Das heißt, es wird ein Fließtext genommen und dann die Frequenzen davon berechnet von den Wörtern. Also keine morphologischen Geschichten oder so irgendwas. Die Wörterbücher wirken sich nicht ganz so gut aus, als man erwarten würde, gerade bei historischen Schriften. Ja, das heißt, meistens senken sie die Character-Rate kaum, die Word-Error-Rate geht etwas zurück. Ja, das ist so der Erfahrungswert. Vielleicht tut sie da noch mehr in Zukunft. In den letzten Jahren war es so, dass ich einige Versuche gesehen habe von Computerlinguisten und Leute, die von der Seite kommen. Die Verbesserungsquote war bescheiden. Ich habe das Prinzip noch nicht ganz verstanden. Also es ist nicht eine Zeichenerkennung eines einzelnen Zeichens, sondern eine ganze Zeile. Sie haben dann etwas noch von einer Blackbox sozusagen gesagt. Was ist denn das Modell dahinter? Oder wie funktioniert es denn? Also es ist so, dass schon eine einzelne Zeichenerkennung stattfindet, aber die Zeichen werden nicht vorsegmentiert, sondern das ist sozusagen, was im Netz dann existiert, dass für die einzelnen Buchstaben sozusagen schon die dazugehörigen Bildsegmente gemerkt werden. Das schon. Ja, natürlich. Und die Zeile wird dann in einzelne kleine Slides zerlegt, also in kleine Abschnitte, ganz viele. Und für jeden dieser Abschnitte sozusagen werden Messungen durchgeführt oder Berechnungen durchgeführt. Und das wird dann natürlich im Vergleich gesetzt mit den Buchstaben und aus dem werden dann die Netze sozusagen schlau. Und das Trainingsmaterial muss dann sozusagen händisch vorbereitet werden oder wie lernt dann die Maschine?
Die Trainingsmaterial kann händisch vorbereitet werden oder wenn bereits Transkriptionen existieren, dann kann man die auch halbautomatisiert mit den Bildern matchen und funktioniert ganz gut. Ist also Text-to-Image-Matching nennt sie das, ist auch ein Feature, was in der Plattform enthalten ist. Ist eine relativ einfache Methode, wenn man große Mengen an Texten hat. Wir empfehlen meistens trotzdem, wenn man nur 200, 300, 400, 500 Seiten hat, wird man bessere Ergebnisse erzielen, wenn man das Matchen manuell durchführt. Weil das automatische Matchen auch wieder manchmal zu Fehlern führt und natürlich, wenn Trainingsdaten nicht sauber sind, dann kann das Netz nicht lernen, ja, oder wird verwirrt beim Lernen. Sie hatten vorhin einmal gesagt, die Daten bleiben privat. Meine Frage ist, wie privat sind die Daten? Ich habe den folgenden Hintergrund. Ich gehe von Daten aus, die in Archiven sind und die noch innerhalb von Schutzfristen sind. Wir haben diesen Fall durchaus, auch für handschriftliche Materialien. Ja, das stimmt. Grundsätzlich erfüllen wir GDPR, würde ich mal sagen, ja. Wir haben jetzt ein Projekt abgelehnt, wo es um Kriminalakten gegangen wäre und solche Dinge, weil ja, da müsste man dann noch mehr machen. Aber ich würde sagen, 90% der Daten sind tatsächlich ältere Schriften, wo es überhaupt keine Probleme gibt. Und bei den 10% moderneren Schriften, ja, muss man sich halt dann auch zum Teil behelfen. Also zum Beispiel Schüleraufsätze, eine Kollegin in Deutschland hat Schüleraufsätze ausgewertet, Kennungsquote ist sehr gut, aber natürlich hat sie vorher Anonymisierung durchgeführt von den Dokumenten. Und gegen böse Menschen wird man sie nur zum Teil wehren können, das ist klar. Da gibt es jetzt auch keine Überlegungen oder konzeptionellen Gedanken, das zu verbessern. Das ist auch nicht leicht, verarbeiten zu können auf der Plattform. Wenn ein Archiv kommt, was sagt, das wäre jetzt für uns eine wichtige Anforderung und wir möchten 1 Million Seiten damit bearbeiten, dann wird man sich ja Gedanken machen. Wenn sozusagen nur die theoretische Frage ist, dann würde ich sagen, das können wir einigermaßen abdecken. Ich würde gerne noch mal nach dem Geschäftsmodell für die Zeit nach Horizon fragen, und Sie haben ich habe das zum ersten Mal gehört, europäische Kooperative. Das würde mich aber interessieren, das ist eine Rechtsform, eine Art europäischer Verein mit bestimmten Rechten und Pflichten, und ich nehme jetzt mal, sag mal, wir würden in Zürich und hier ein Programm starten wollen, wo wir denken, das könnte gut für uns sein. Müssten wir dann Mitglied werden oder sollten wir Mitglied werden dort, oder beziehen wir einfach die Dienstleistung und kaufen sie ein? Wie wird das in Zukunft funktionieren? Beides geht. Das heißt, eine Genossenschaft ist, also eine europäische Kooperative, SCE, ist eine ganz normale Genossenschaft, beruht mehr oder minder auf den nationalen Genossenschaftsrechten. Und eine Genossenschaft ist ein Mittelding zwischen einem Verein und einer Firma. Das heißt, vom Verein borgt man sich so die gemeinsamen Ziele, die man verwirklichen möchte, nicht unbedingt sozusagen das Profitstreben in den Mittelpunkt stellt, sondern eben die Verwirklichung von einem gemeinsamen Ziel. In unserem Fall möchte man historische Dokumente möglichst gut erkennen und das auch mit anderen zusammen machen. Von der Firma borgt man sich die Möglichkeit, echt Geschäfte zu machen. Das heißt, vor allem mit Mitgliedern, aber auch mit Nichtmitgliedern. Ja, das heißt, die Genossenschaft lebt dann ja auch davon, dass Services erbracht werden gegenüber den Mitgliedern und meinetwegen auch gegenüber Nichtmitgliedern. Mitglieder sind natürlich bevorzugt und haben Mitbestimmungsrechte und können
aber auch sozusagen werden günstigere Preise bekommen als Nichtmitglieder. Das ist so die Grundidee und es ist halt eine verteilte Eigentümerschaft sozusagen. Es ist relativ demokratisch organisiert. Es ist auch nicht möglich, also wenn man erwirbt ja einen Anteil an dieser Firma oder an dieser Genossenschaft, wenn man Mitglied wird, aber dieser Anteil wird nie mehr wert. Also selbst es ist kein Spekulationsobjekt, kein Shareholder Value gegeben, also nicht die übliche Logik, die man an den Universitäten auch gerne hätte. Natürlich jetzt eine GmbH gründen, ein paar Prozent von der Uni und das wird dann der große Erfolg und dann wird man ausgezahlt, macht einen Exit sozusagen. Das ist bei der Genossenschaft nicht der Fall. Es ist eher eine langfristige Angelegenheit, wo die Mitglieder den Benefit direkt haben sollen, indem die Plattform existiert und man eben darauf zurückgreifen kann für seine eigene Arbeit. Ja, das haben wir schon durchgespielt jetzt mit der Schweiz und das Staatsarchiv wird Mitglied werden, sobald die Gründung erfolgt ist. Und auch von unserer Seite ist das kein Problem, weil ja sozusagen die andere Seite unterschreiben muss. Also die Kooperative kann natürlich Mitglieder aufnehmen. Die müssen, also zum Beispiel ein Problem gibt es mit dem holländischen Staatsarchiv, weil die sind tatsächlich Teil der Regierung und als solche müsste dann die Regierung Mitglied werden. Ja. Hätten wir auch kein Problem. Vielleicht noch eine Anschlussfrage zu diesem Kooperationsmodell. Hier sind ja Kunden, Institutionen, die Mitglied werden können, also diese Träger werden können. Ist die Idee dahinter, dass dann die Plattform aber für die Forschenden, das ist ja ein anderes Kundensegment, das sie auch bedienen, offen bleibt? Oder muss dann jeder Historiker, der ein paar Handschriften lesen lassen will, auch Mitglied werden? Oder wie soll das funktionieren? Das wird auch sehr stark von den Mitgliedern abhängen. Am Beginn sagen wir jetzt einmal, dass 1000 Seiten oder so für jeden frei bleiben. Wenn natürlich jetzt starke Partner kommen, die sagen, ja, uns ist es ganz wichtig, dass Studenten damit arbeiten, dass unsere Historiker damit arbeiten können, ohne große bürokratische Hürden, nicht? Kann man diese Dinge natürlich immer raufsetzen. Nur irgendwo muss das Geld kommen. Ja? Das heißt, wir starten einmal mit diesem Freemium-Modell und das würde dann für Institutionen erwarten wir aber, wenn sie professionell arbeiten, eine Subskriptionsgebühr pro Jahr. Das sind dann einige tausend Seiten, wie auch immer, enthalten. Und für Universitäten, wo die Plattform stärker eingesetzt wird, wäre es halt eine höhere Subskription mit, keine Ahnung, 100.000, 200.000, was immer dann Seiten man halt ausverhandelt. Die Idee ist natürlich auch, dass dadurch, dass man in der Plattform selbst Millionen von Seiten verarbeitet, man die Mitglieder so behandelt, als ob sie mit einer Million Seite kommen würden. Ja, das heißt, da profitiert man unmittelbar davon, dass eben ein relativ großes Volumen entsteht, weil eben viele die Plattform benutzen. Das wäre so die Idee. Aber uns ist natürlich klar, dass das auch eine ungewöhnliche Geschichte ist. Es ist nur die zweite SCE, die in Österreich gegründet worden ist. Es gibt nur eine andere. Und wir haben da viele Nachfragen. Dadurch, dass die Mitgliedschaft letztlich eine Beteiligung an einer Firma ist, muss es dann schon durch die Gremien der Universitäten oder der Archive durch. Also es reicht nicht einfach nur, dass ein Verwaltungsrat unterschreibt. Aber aus meiner Warte ist es halt schon ein gewisses Experiment und es schaut einmal nicht so aus, dass eigentlich es ganz positiv grundsätzlich angenommen wird. Wie es dann funktionieren wird, wird man sehen. Gut, noch eine letzte Frage.
Eine Frage als Nutzer. Sie sagen ja einerseits, Daten, die blieben privat, in den Terms of Use schreiben Sie gleichzeitig, man würde die Daten für Forschung und Lehre zur Verfügung stellen. Was heißt das konkret? Konkret, dass wir Modelle trainiert haben von Daten, von die vorhanden sind. Also das heißt, die Idee da war, diese Terms of Use sind jetzt auch schon über 3-4 Jahre, glaube ich, alt, haben wir nie erneuert. Und wir wollten uns halt fürs Projekt das Recht vorbehalten, dass wir also größere Modelle trainieren können. Ja, das war so die Überlegung dahinter. Wie weit man das anpassen muss, wird man sehen, weil natürlich das Schöne an einem Modell ist, dass es rein abstrakt ist. Nicht? Die Daten fließen zwar in das Modell ein, aber man kann aus dem Modell nicht mehr zurückschließen auf irgendeiner Art. Ja. Und grundsätzlich finde ich es fair, dass sozusagen Benutzer, die derzeit ja kostenlos das benutzen im Rahmen des Projekts, zustimmen, dass man mit den Daten sozusagen Modelle trainieren kann. Gut, ich denke, wir können pünktlich zum dritten Teil des Programms übergehen, zum gemütlichen Teil. Der Apero sollte unterdessen draußen aufgebaut worden sein. Ja, und Herr Mühlberger steht auch während des Aperos noch zur Verfügung. Ganz herzlichen Dank.